verliere Grip. Verstanden. Du kannst nächste Runde reinkommen. Boxenstopp nächste Runde. Nein, ich muss jetzt reinkommen. Es wird zu schlimm. Aiden kommt gleich rein. Halte noch eine Runde durch, Kaspar. Hat er nicht eine Runde weniger? Ja, andere Strategie. Habe ich nicht Vorrang? Er kommt an die Box. Bleib bitte draußen, Kaspar. Gut. Nein, ich bin hier nur am Rutschen. Ich komme rein. War wohl ziemlich dringend für Aiden, was? Bleib bitte geduldig, Kaspar. Noch einen Platz eingebüßt. Und noch einen. Okay, los, los! Okay, das hätte besser laufen können. Versuch dir ein paar Plätze zurückzuholen, Kaspar. Schon dabei. Sehr gut. Reife Leistung. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 4,2 Sekunden. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 8,0 Sekunden. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Ein interessantes Aufeinandertreffen von Ackermann und Jackson hier in der Boxengasse, Stefan. Wird das hinter den Kulissen noch weitere Spannungen auslösen? Ackermann hat sich über Funk schon ziemlich wütend angehört. Sollte bis nächste Runde warten, aber kam trotzdem rein. Mit klarem Kopf würde man so eine Entscheidung nicht treffen. Hat er da seine persönlichen Probleme mit auf die Strecke gebracht? Ich glaube schon. In der letzten Saison haben sie sich oft genug gegenseitig Punkte gekostet. Und wenn man sieht, was heute passiert ist, glaube ich, es geht genauso weiter. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Glückwunsch zu diesem harten Rennen heute, Kaspar. Für uns Zuschauer schien es so, als habe es irgendeinen Konflikt wegen der Boxenstopp-Strategie gegeben. Können Sie uns das erklären? Die Strategie des Teams war falsch, also habe ich selbst die Entscheidung getroffen. Wenn man am Steuer sitzt, muss man manchmal selbst entscheiden. Ich habe gemerkt, dass ich bald neue Reifen brauche und an die Box muss. Das Team sieht das vielleicht anders, aber ich konnte es wieder ausgleichen. Also mal sehen. Die Schwierigkeiten heute lagen also an einer Teamentscheidung und nicht an weiteren Spannungen zwischen Ihnen und Aiden Jackson? Ich will ganz ehrlich sein, denn das weiß eh schon jeder. Aiden und ich haben uns nie gut verstanden und das führt zu Spannungen. Aber wir sind auch Profis, deshalb werden unsere Leistungen davon nicht beeinträchtigt. Ich bin sicher, wir werden damit klarkommen. Warum fragen Sie? Nun ja, Sie schienen bei Ihren Funksprüchen sehr wütend auf Ihr Team zu sein. Manche fragen sich, ob das ein Indikator für ein tiefer liegenderes Problem hinter den Kulissen ist. Was würden Sie dazu sagen? Ist doch klar, dass ich wütend bin. Egal, wie es heute ausgegangen ist, die Zusammenarbeit im Team könnte meiner Ansicht nach besser sein. Und das ist frustrierend. Mal sehen, wie die Saison weitergeht. Aber ich finde, wir müssen da was tun. Danke für den Kommentar. Ich verstehe es einfach nicht. Er darf zuerst an die Box, sein Auto bekommt das einzige neue Triebwerk und dann darf er im Qualifying nach mir starten. Ach, der Junge ist praktisch schon der erste Fahrer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum bezahlen Sie ihm dann mehr? Das regt dich also immer noch auf. Nein. Weiß nicht, vielleicht. Ich wünschte, ich hätte es nie erfahren. Aber es geht dir doch nicht ums Geld. Ich bin alt. Du bist nicht alt. Fang nicht wieder so an. Ich bin alt. Für einen Fahrer bin ich alt. Ach komm, das ist deine letzte Saison. Mach das Beste draus. Ich hab's Ihnen noch nicht gesagt. Wann sagst du es denn? Bald. Okay, und... bis dahin solltest du Jackson ignorieren. Okay. Und spiel nicht länger das Opfer. Das steht dir nicht. Ja, schon klar. Als nächstes geht's nach Sandford. Alle werden dir die Daumen drücken. Sei der Mann, den sie lieben.
Und hey. Was? Sei der Mann, den ich liebe. Das ist süß. Hast du dir das selbst ausgedacht? Das ist mein natürlicher Charme. Verstappen kann mir nicht das Wasser reichen. Musste das jetzt sein?